Gibt es eine Nachmeldepflicht in der Berufsunfähigkeitsversicherung? Wenn ja, welche Fristen sind da einzuhalten? Wenn ja, was musst du nachmelden? Und gibt es unter Umständen Fälle, wo das Nachmelden von Ereignissen, von Geschehnissen, von Veränderungen in deiner persönlichen Situation sogar sinnvoll sein kann? Ich bin der Thomas von der Lange Lohnsheimer Vermögensberatung. In diesem Video gehen wir der Sache auf den Grund. Hi, ich bin der Thomas und wir überprüfen heute 5 Ereignisse auf Ihre Nachmeldepflicht innerhalb einer Berufsunfähigkeitsversicherung. Bevor wir damit anfangen, sei so gut, wenn du neu auf diesem Kanal bist und es noch nicht getan hast, abonniere den Kanal da unten, auf die Glocke drücken und auf den Abonnier-Button. Jede Woche werden hier 2 Videos mit wichtigen Versicherungs- und Finanzwissen hochgeladen. Leichte, einfache, verständliche Form in Verbrauchersprache. Also kein Fachchinesisch. Glocke drücken, abonnieren und du wirst immer informiert, wenn ein neues Video hochgeladen wurde. Jetzt aber sofort zum Thema. Welche 5 Ereignisse überprüfen wir heute? Zuallererst ganz klar, wie sieht es aus mit einem veränderten Gesundheitszustand? Wann bist du verpflichtet, bist du überhaupt verpflichtet, Veränderungen in deinem Gesundheitszustand nachzumelden? Punkt 2, wie sieht es aus, wenn du ein Hobby mit einem erhöhten Risiko neu ausübst, musst du das nachmelden? Oft wird in Berufsunfähigkeitsversicherungsanträgen gefragt, üben Sie Hobbys oder Sportarten mit erhöhtem Risiko aus? Tiefseetauchen, Autorennen fahren, Motorradrennen fahren, Bergsteigen, solche Geschichten. Das sind Hobbys mit erhöhtem Risiko. Da überprüfen wir, ob du verpflichtet bist und wenn du verpflichtet bist, wann du irgendwas nachmelden musst, wenn sie in dem Bereich was tut. Der dritte Punkt, den wir besprechen werden, ist, wie sieht es aus mit dem, wenn du nicht mehr in dem Beruf arbeitest, sondern wenn du in Elternzeit bist oder sogar wenn du arbeitslos bist. Bist du verpflichtet, hier eine Meldung an die Versicherung durchzuführen? Und der nächste Punkt ist, der vierte Punkt ist, wie sieht es aus, wenn du deinen Aufenthalt ins Ausland verlegst, wenn dein Chef dich für mehrere Wochen, Monate oder Jahre ins Ausland schickst oder wenn du für dich persönlich entscheidest, ich gehe jetzt für viele Jahre oder für immer ins Ausland. Wie verhält es sich da mit der Berufsunfähigkeitsversicherung? Was musst du da nachmelden? Und der fünfte Punkt ist, wie sieht es aus, wenn du in einem anderen Beruf arbeitest, als in dem, den du hattest, also den Berufsunfähigkeitsantrag aufgenommen hast? Wie bist du da verpflichtet, irgendwelche Nachmeldungen an die Versicherung durchzuführen? Okay, fangen wir mit dem ersten Punkt an, mit dem Gesundheitszustand. In § 19 des VVG ist geregelt die sogenannte Anzeigepflicht. Die Anzeigepflicht regelt, dass du im Antrag alle Angaben wahrheitsgemäß ausführen musst. So ist es auch natürlich bei den Gesundheitsfragen. Du musst im Vorfeld die alle ganz genau beantworten, ehrlich und gewissenhaft. Deshalb, anderes Video habe ich schon mal hochgeladen. Könnt ihr euch hier oben nochmal angucken, wie sieht es aus mit den Gesundheitsfragen, wie füllt man die richtig aus. Da habe ich schon mal ein Video gemacht, schaut es euch an und damit ihr da auch keine Fehler macht. Wenn ihr den Antrag aufnimmt, seid ihr verpflichtet, eine Nachmeldung zu machen, vom Antragsaufnahme bis zu dem Datum, wenn der Antrag beim Versicherer vorliegt. Also diese Zeitspanne vom Antragsunterschreiben, bis dass der Antrag bei der Versicherung im Hause eingeht, vorliegt. Bis zu diesem Datum bist du verpflichtet, Veränderungen in deinem Gesundheitszustand nachzumelden, aber nur, wenn danach im Antrag gefragt wurde. Wenn da noch gar nicht nachgefragt wurde, musst du auch das nicht nachmelden. Sobald der Antrag vorliegt, bist du nicht mehr verpflichtet, Gesundheitsfragen, Gesundheitsveränderungen oder Änderungen in deinem Gesundheitszustand nachzumelden. Mit Ausnahmen natürlich. Eine Ausnahme, bei der du verpflichtet bist, das trotzdem zu tun, ist, wenn der Versicherer in Textform, also in Schriftform, zu irgendeiner Angabe, die du gemacht hast in deinem Antrag auf Berufsunfähigkeitsversicherung, eine Nachfrage hat. Du hast angegeben, keine Ahnung, du hattest 2019 einen Schlüsselbeinbruch und mehr hast du nicht eingetragen und er fragt schriftlich nach, bitte machen Sie nähere Angaben. Das musst du auch beantworten, wenn der Antrag schon beim Versicherer vorliegt. Ab dem Datum, wenn aus dem Antrag ein Vertrag geworden ist, also wenn die Versicherung den Antrag angenommen hat und dich versichert hat, ab diesem Datum musst du gar nichts mehr nachmelden. Nichts. Egal, ob die da nochmal nachfragen oder ob da noch was aufgetreten ist in deinem Gesundheitszustand, du musst ab dem Datum, wo aus dem Antrag ein Vertrag geworden ist, nichts mehr nachmelden. Ganz wichtig.
Wie lange das dauert, von der Antragsaufnahme bis der Antrag beim Versicherer vorliegt, ist immer abhängig davon, welche Wege der Vermittler nutzen kann, nutzen darf, um den Antrag an die Versicherung weiterzuleiten. Ist es ein Antrag, der online unterzeichnet wird und auch online übermittelt wird, dann dauert das in der Regel nur wenige Minuten oder Stunden, bis der Versicherer diesen Antrag hat und ab da musst du nichts mehr nachmelden. Wird der Antrag aber auf Papier unterschrieben und per Post an die Versicherung geschickt und ist vielleicht noch eine Vertriebsgesellschaft dazwischen geschaltet, die den Antrag vorbearbeitet oder vordokumentiert, dann können schon mal eine Woche, zwei oder vielleicht auch noch länger, gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo alle ein bisschen gehandicapt sind mit Homeoffice, kann das schon mal ein bisschen länger dauern. Und da musst du halt genau aufpassen, wenn da irgendwas auftreten sollte, was im Antrag gefragt ist, dass du das dementsprechend nachmeldest. Punkt 1 haben wir abgehakt. Ich verspreche, die nächsten Punkte werden nicht ganz so ausführlich, aber Gesundheitszustand, es gibt halt verschiedene Parts, die man beachten muss und da war es mir wichtig, dass ich da genauer drauf eingehe. Und wenn du dranbleibst bis zum Schluss, am 5. Punkt, wenn es um den Beruf geht, habe ich vielleicht noch einen Tipp für dich, wo du vielleicht, bei dem du Gelder einsparen kannst und den Beitrag der Berufsunfähigkeitsversicherung absenken kannst. Aber kommen wir erstmal zum 2. Punkt, zu den Hobbys, zu den gefährlichen Hobbys. Im Antrag der Berufsunfähigkeitsversicherung wird danach gefragt, üben Sie Sportarten oder Hobbys mit erhöhtem Risiko aus. Tauchen, Bergsteigen, irgendwelche Geschwindigkeitsrennen, was gibt es noch? Reitsport, Kampfsport, das sind alles Risiken oder Hobbys und Sportarten, bei denen ein erhöhtes Risiko auftritt. Und da kann es passieren, dass der Versicherer je nach Intensität einen Risikozuschlag verlangt. Bei den Nachmeldepflichten des Hobbys mit erhöhtem Risiko verhält es sich genauso wie bei dem Gesundheitszustand. Von Antragsaufnahme bis Vorlegen beim Versicherer musst du es nachmelden. Sobald das beim Versicherer vorliegt, musst du nichts mehr nachmelden. Genauso, wenn er dann aufgrund des Hobbys, was du angegeben hast, Nachfragen hat, musst du es natürlich beantworten. Wenn nichts kommt, musst du nichts nachmelden. Und wenn der Antrag dokumentiert ist, also wenn aus dem Antrag, wie eben gerade schon gesagt, ein Vertrag geworden ist, fertig, musst du nichts mehr nachmelden. Nur bis zu dem Zeitpunkt Antragsaufnahme, bis Vorliegen beim Versicherer, da bist du verpflichtet, Sachen nachzumelden. Also wenn du dich jetzt heute entschließt, du unterschreibst den Antrag und willst morgen mit Judo anfangen, dann warte einfach so lange, bis der Antrag beim Versicherer vorliegt und fang dann damit an und alles ist gut. 3. Punkt. Elternzeit, Arbeitslosigkeit. Hier bist du in keinster Weise verpflichtet, dem Versicherer mitzuteilen, dass du dich in Elternzeit befindest oder ob du arbeitslos bist. Das mag noch bei ganz, ganz uralten Berufsunfähigkeitsversicherungen der Fall gewesen sein, aber alle neueren Verträge, ich kenne keinen Tarif, bei dem du verpflichtet bist, dass du deine Elternzeit oder deine Arbeitslosigkeit nachmelden musst. Also weder Antragsaufnahme noch, wenn es dokumentiert ist, musst du nicht nachmelden. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn ich jetzt aber Elternzeit habe oder arbeitslos bin, wie wird denn dann, wenn ich einen Leistungsantrag stelle auf Berufsunfähigkeit, wie wird denn dann das geprüft, anhand welcher Voraussetzungen wird denn geprüft, ob ich dann die Berufsunfähigkeitsrente bekomme? Wenn du arbeitslos bist und in der Arbeitslosigkeit berufsunfähig wirst oder auch in der Elternzeit, dann prüft die Versicherung anhand deines zuletzt ausgeübten Berufs, also vor Beginn der Elternzeit, vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, der Beruf, der da ausgeübt wurde, der wird herangezogen zur Prüfung, ob du in diesem Beruf noch berufsunfähig bist. Und auch alle anderen Gegebenheiten, alle Prüfverfahren werden auf diesen letzten ausgeübten Beruf abgestimmt. Und schon sind wir beim Punkt 4. Wie sieht es denn aus, wenn du dich entschließt oder dein Chef dich versetzt ins Ausland? Bist du verpflichtet, einen Auslandsaufenthalt bei der Versicherung nachzumelden? Alte Tarife, alte Verträge, da gab es sowas, da musstest du das nachmelden. In allen neuen Tarifen kenne ich es nicht, dass man das nachmelden muss. Also ich sage mal, du musst es nicht nachmelden. Ich rate aber jeden bei solchen Geschichten, A, ins Tarifwerk gucken, da steht ganz genau drin, was beim Auslandsaufenthalt zu beachten ist oder ob es nachzumelden ist. Und zweitens empfehle ich dir trotzdem, gib dem Versicherer Bescheid, dass du für einen Zeitraum X oder für immer ins Ausland gehst.
In fast allen Berufsunfähigkeitstarifen hast du im Ausland weltweiten Versicherungsschutz. Also wenn du in Australien berufsunfähig wirst, dann kriegst du trotzdem deine Berufsunfähigkeitsrente bezahlt. Wie das genau aussieht mit Auslandsaufenthalt, was da zu beachten ist, da habe ich hier oben schon mal ein Video gemacht. Das kannst du dir auch nochmal angucken, wenn du genau wissen willst, wie die Klausel Auslandsaufenthalt zu bewerten ist. Ich rate, melde es dem Versicherer, weil nicht alle Versicherer buchen von ausländischen Konten ab. Also wenn du dein deutsches Konto auflöst und ein besagtes australisches Konto aufmachst, kann es passieren, dass es da Probleme gibt, dass die Versicherung nicht mehr abbucht und du einen Dauerauftrag einrichten musst. Um das im Vorfeld abzusprechen, ist immer ratsam, die Versicherung zu informieren, weil da wird nichts passieren. Wenn in den Klauseln drinsteht, dass du weltweiten Versicherungsschutz hast, dann werden sie nicht sagen, jetzt hat er angerufen und jetzt kriegt er keine Rente. Passiert nicht. Meld es nach, sprich die Formalitäten ab und dann ist es easy und dann kannst du entweder einen Dauerauftrag einrichten oder du behältst dein deutsches Konto, aber du kannst mit dem Versicherer abklären, wie du dich zu verhalten hast. Und schon sind wir beim Punkt Nummer 5. Was ist, wenn du einen Berufswechsel hast? Wenn du einen Berufswechsel hast, von Antragsaufnahme, wie immer, bis zum Vorliegen beim Versicherer, Nachmeldepflicht. Wenn der Antrag vorliegt, musst du nichts mehr nachmelden. Wenn Fragen zum Beruf kommen, bis der Antrag dokumentiert ist, also wieder bis aus dem Antrag ein Vertrag geworden ist, wenn dann Rückfragen kommen, um den Beruf ein bisschen zu spezifizieren, dann musst du diese Angaben machen. Es gibt halt Berufe, die sind sehr breit gefächert und da will ein Versicherer unter Umständen wissen, was du jetzt genau in dem Beruf machst. Und dann, wenn er das in Schriftform nachfragt, musst du das beantworten. Sobald es ein Vertrag ist, musst du nichts mehr nachmelden. Fertig, gar nichts mehr. Egal, ob du jetzt einen Beruf ausübst, neu mit einer höheren oder mit einer niedrigeren Risikoklasse. Also die Berufsunfähigkeitsversicherer klassifizieren alle Berufe in Risikoklassen ein. Und je höher die Risikoklasse ist, umso höher ist der Beitrag, den du bezahlen musst. Also du brauchst also keine Angst haben, wenn du jetzt vom technischen Zeichner einmal bist technischer Zeichner und entdeckst dein Faible für den Maurer, der natürlich eine viel höhere Risikoklasse hat und einen höheren Beitrag auch zahlen müsste für eine Berufsunfähigkeitsversicherung, dann musst du keine Angst haben, dass du das nachmelden musst und jetzt dein Beitrag angepasst wird. Das ist nicht der Fall. Und jetzt kommen wir mal zu diesem besagten Tipp, den ich dir geben möchte, was du unter Umständen tun kannst, wenn ein Berufswechsel vorliegt, um Beiträge bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung einzusparen. Aber hier, jetzt bitte ich dich wirklich genau zuzuhören und wenn das gerade der Fall ist bei dir, nicht überschnell handeln, Vorsicht, das muss genau geprüft werden. Wenn du von einer hohen Risikoklasse einen Berufswechsel ausübst in eine niedrige Risikoklasse, kann es unter Umständen sinnvoll sein, den bestehenden Berufsunfähigkeitsvertrag durch einen neuen zu ersetzen. Dabei gibt es aber einige Dinge zu beachten. Erstens muss dein Gesundheitszustand noch genauso sein wie vorher. Wenn der Gesundheitszustand sich verschlechtert hat, kann es nämlich sein, dass die Versicherung in dem neuen Antrag, in dem neuen Vertrag, Risikozuschläge, Ausschlüsse oder sogar eine Ablehnung gibt. Also da bitte, bevor du hier die alte Versicherung kündigst, immer erstmal prüfen, wie die neue von der Versicherung kalkuliert wird, eingestuft wird. Grundsätzlich kann man sagen, ich kündige niemals eine Absicherung, wenn ich eine neue machen will, bevor die neue angenommen ist. Also immer erst warten, bis die neue Versicherung dokumentiert ist, bis aus dem Antrag ein Vertrag geworden ist und dann kannst du die neue kündigen. Also es kann sich rechnen, wenn du jetzt eine niedrige Risikoklasse hast, dass der Beitrag günstiger ist und du einen neuen Antrag aufnehmen kannst. Bedenke aber auch, du bist dann vielleicht unter Umständen 2, 3, 4, 5 oder wie viele Jahre älter geworden und dann kann es sein, dass du vielleicht eine niedrige Risikoklasse hast, aber trotzdem der Beitrag genauso hoch oder höher ist. Also wichtig, das würde ich gerne mal zusammenfassen, weil das ist wirklich wichtig, dass hier keine vorschnellen Schüsse gemacht werden und dann am Ende hat man keine Berufsunfähigkeitsversicherung mehr. Wenn du von einer niedrigeren Risikoklasse Kommando zurück, wenn du von einer hohen Risikoklasse in eine niedrige Risikoklasse aufgrund deines Berufswechsels fällst, kann es sinnvoll sein, dass du einen neuen Antrag auf Berufsunfähigkeitsversicherung aufnimmst. Prüfe im Vorfeld, ob sich dein Gesundheitszustand nicht verschlechtert hat. Lass es dir ausrechnen, ist der Beitrag niedriger? Dann reich den Antrag ein und warte bis aus
Antrag Vertrag geworden ist, erst dann kündigst du die andere Versicherung. Ganz, ganz wichtig. Bedenke auch das höhere Eintrittsalter. Wenn du da keine Fehler machst, dann kann es sein, dass du da unter Umständen, wenn du von Risikoklasse 4 in 2 oder 1 fällst, dann schon wirklich nicht nur 3, 4 Euro, sondern 20, 30 oder 40, 50 Euro an Beiträgen einsparst. Also das macht Sinn. Wenn du es wirklich genau geprüft haben willst und nicht genau weißt, wie das geht und so weiter, hier, Termin buchen, wir machen das gern zusammen, dann machst du keine Fehler, dann prüfen wir das genau, ob das sinnvoll ist, ob das nicht sinnvoll ist. Weil du musst auch bedenken, vielleicht unter Umständen brauchst du eine ganz andere Berufs- und Fähigkeitsrente im neuen Beruf. Also das ist gar nicht so einfach. Hol dir da jemand an die Hand, wenn du keinen findest. Hier ist einer, ich helfe dir gern dabei. Und das war's. Das waren meine 5 Ereignisse, die wir überprüfen wollten auf Nachmeldepflicht bei einer Berufs- und Fähigkeitsversicherung. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben oder ein paar Dinge aufzeigen, wie du dich zu verhalten hast, wenn diese besagten 5 Ereignisse eintreten. Wenn ich irgendwas vergessen habe, unten bitte in die Kommentare. Auch für alle die, die vielleicht mit dem Thema sich noch nicht so beschäftigt haben, aber es interessiert, ist immer schön, wenn da ein Austausch stattfindet und die Leute, die damit so fit sind in der Sache, noch ein paar Tipps an die Hand kriegen. Wenn du täglich leichtes, verständliches Wissen in Finanz- und Versicherungsfragen haben möchtest, kannst du mir gerne auf Instagram und auch auf Facebook folgen. Jeden Tag ein Post aus dem Thema Finanz- und Versicherung, wie am Anfang schon gesagt, in Verbrauchersprache, nicht in Versicherersprache. Das soll es gewesen sein. Kanal abonnieren habe ich angesprochen, das mache ich hier nochmal. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und ich freue mich aufs nächste Video. Bis zum nächsten Mal.